So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu My Game Dev Studio City Game Dev Studio My Game. Ein ganz wilder Titel, das Spiel auf jeden Fall. Und wir sind dabei, den Hype auszunutzen, um unser Spiel zu releasen, unser erstes. Wir haben ja schon unser zweites Schreiben. Und wir sind in der Perfektionsphase. Oh, ich wollte ja den Hype auslösen. Habe ich ganz vergessen. Oh, wir könnten Ranglisten dazu nehmen, aber die Prozessorleistung reicht nicht aus. Okay. Optimierung, ja, bei dem vielleicht mal so 18%. Dafür Grafik nicht ganz so wichtig. Oh, und dafür ein bisschen, ja, Animation auch nicht. Nee, da gehen wir lieber auf Optimierung, nicht? So, am Anfang muss man so ein bisschen damit spielen, um die Werte halt herauszufinden, die wir am Anfang ja auf zufällig gestellt haben. So, wir starten diesmal sofort den Hype. Der hier ist noch bei 28. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir zwei Spiele hintereinander releasen. Wollen wir es bis 35 ausreizen? Ich glaube, das ist ein guter Wert, oder? Sofern er so hoch kommt. Also sobald er fällt, release ich sowieso. Wenn ich jetzt natürlich noch stärker beschleunige, 30. Jetzt ist der Hypometer natürlich noch gestiegen. Oh, fällt. Veröffentlichen. So, Spielpreis. Wir wollen nur 8 Dollar dafür nehmen, nicht wahr? Saturn Base, jetzt könnte man es nochmal umbenennen. Hat 47 von 68 Sternen nur bekommen. Ist also durchschnittlich. Und damit haben wir es auf dem Markt. Und wir gucken mal, was gibt es für Ergebnisse? Die Game 2 sagt, total peinlich, trotz der guten Idee. Godotmania sagt, das Spiel, das als innovativ gedacht war. Oh oh. Ein total irrelevantes Spiel vom PC-Player. Und GameGeek sagt, auf ein Missverständnis hin könnten wir es noch einmal spielen. Sie hätten weitaus mehr aus der Engine holen können. Es ist Zeit, Saturn Dev mehr Personal einzustellen. Die Schrift ist ganz schön verzerrt. Probierte eine neue Kombination aus. Ausgezeichnete Kombination Cyberpunk und Strategie. Immerhin haben wir das herausgefunden. Und Perfektion verwaltet. So. Nicht? Gameplay ist gut, Charaktere, visuelle Aspekte waren schlecht. Das sieht aus, als ob man hier durchschalten könnte, aber das ist Programmierding. Animation, Optimierung, Grafik ist okay. Physik und künstliche Intelligenz waren nicht gut. 40 von 100 im Schnitt, würde ich sagen. Und da sieht man auch, wie wichtig es ist, eine eigene Engine zu erstellen. Ich frage mich nur immer noch, warum wir die nicht erstellen können. Warum können wir die nicht erstellen? Und hallo Gregor. Tja. Ich muss irgendwo was klicken. Ah. Okay. Jetzt nennen wir sie Saturn 5 Engine. Ne? Okay. Man kann die erst machen, wenn man neue Sachen hinzufügt. Die anderen Sachen sind Standard. Okay, man kann keine Engine machen, ohne dass es die Ranglisten gibt. Alles klar, wenn wir Ranglisten wollen, müssen wir sie jetzt programmieren. Wir machen eine freie Open-Source-Engine. Saturn 5 Engine. Haha, Wortwitz. Starten. So, während das andere Spiel im Hypometer steigt. Und ganz wichtig, was wir machen müssen danach, ist Spielberichte erstellen zu den Games, weil nur so kriegen wir Informationen, wie die nächsten Spiele besser werden können. Und ja, wir gucken mal, wie die Verkäufe laufen. Man kann jetzt noch nicht viel Marketing machen, nicht? Finanzielle Einzelheiten gibt es halt nicht viel. Ja, alles auf Null. Wir können einen Rabatt machen. Das Spiel zurückziehen. Aber das wäre auch schon alles, was man gerade machen kann, nicht? 1976 ist halt noch nicht viel möglich. Ja, ich würde sagen,
Lassen wir es einfach mal laufen. Hier ist gleich fertig. 13. Mal gucken, wie hoch es diesmal geht. Erstelle eine Spielengine. Wir haben unsere Engine hergestellt. Wir können die jetzt immer wieder aktualisieren, wenn Sachen kommen. Aber so heißt sie aktuell. So. Ja, hier warten wir aufs Hypometer. Und eine Messe, haben wir eine neue Technologie verfügbar? Ranglisten? Nee. Warum ist hier eine 1 bei Messen? Die Gemcon X findet statt. Ja, jetzt könnten wir uns hier einen Stand mieten oder auch viele Stände. Kostet uns 4000. Wir haben zwei Spiele wahrscheinlich dann zu dem Datum, nicht? Spielkapazität 2 würde 17.000 kosten. Wir haben aber keine guten Spiele. Bis wann müssen wir uns denn entscheiden? September 1977. Das ist also nächstes Jahr. Okay, da kann noch viel passieren. Und so langsam werden wir auch besser. Wir sehen hier zum Beispiel jetzt in der Auflistung, das war schlecht. Charaktere, künstliche Intelligenz, visuelle Aspekte. Und hier ist der Spielbericht. Den müssen wir erstellen, um hier die Werte verbessern zu können danach. Aber wir warten jetzt erstmal auf... Was macht der überhaupt? Ja, wir können ja einen Spielbericht erstellen, nicht? Wenn der Typ da einfach nur rumsitzt. Also wir. Der soll mal was für sein Geld tun. So. Wir haben einen Spielbericht... erstellt. Warum habe ich den als Spam? Wie kann ich den als nicht Spam? Ah, da. Okay, das ist Spam oder nicht Spam. Also, Strategie und Elyse sind eine ausgezeichnete Kombination. Da haben wir schon mal Glück. Physik ist zu vernachlässigen, passt gut zum Genre Strategie. Da haben wir einen Hinweis bekommen, jetzt wissen wir besser einzugrenzen, wie wir zum Beispiel Musik benutzen sollen. In dieser Kombination Strategie und andere Sachen. Ulysse und alle sind eine gute Kombination. Ja, wow. Wir haben nicht die Konsole voll genutzt, weil wir einen Punkt liegen gelassen haben. So, sind natürlich jetzt noch nicht die wirklich gravierenden Hinweise. Ich würde noch auf diese Veröffentlichung warten, bevor wir noch das nächste Spiel machen. Solange können wir eigentlich sagen, geht der in Urlaub und erholt sich hier nämlich. Da unten ist nämlich so ein Erholungsbalken und ja, der sollte immer recht hoch sein bei den Leuten, weil sonst werden die Spiele schlechter. Gewinn minus 7.800. $36 haben wir eingenommen damit. Ja, bei $8 pro Spiel werden wir, glaube ich, nicht reich werden mit dem Erstwurf, den wir gemacht haben. Aber das ist selten, dass das passt. Bei 30 wollen wir hoffen oder einfach drücken? Komm, 31 oder 29? Es geht runter. Okay. Mal gucken, wie viele Punkte. 2 Punkte mehr. Wenn wir 68 erreichen, wären wir besser. Hau ich auch nur für 8 raus und gleich einen Spielbericht erstellen. So, jetzt haben wir 2, ja, semi-gute Spiele dann auf dem Markt. Wo ist das Spiel überhaupt? Ah, jetzt ist es veröffentlicht. ZQSD, Worker Giant. Lustig, aber oberflächlich. Einfach, aber überflüssig. Bescheiden, interessant, einfallslos. Aber hat 63,55 mehr als das andere Spiel bekommen. Das ist doch super. Wir haben auch diesmal alle Werte ein bisschen höher. Charaktere haben wir versaut. Okay.
Und jetzt taucht es auch hier auf in der Liste, nicht wahr? Und man kann hier auch so zum Beispiel sagen, wir wollen kein Diagramm sehen, aber ich finde Diagramm sehen eigentlich immer ganz praktisch. Und wir sehen, wir hatten hier ein paar Verkäufe, aber noch nicht viele. Hier wird das erst nächsten Monat kommen, Marketing und so können wir natürlich noch nicht machen. Bedeutet aber jetzt, wir wollen ein neues Spiel veröffentlichen. Ein Strategie-Game, was anderes können wir nicht machen. Und Städtisch ist gerade sehr gut im Kommen. Dann würde ich mal sagen, machen wir das und nenne es Tim City. Das passt doch. Mit der Saturn 5 Engine wird Tim City erzeugt. Ein städtisches Strategie-Game auf der Ulysse-Plattform. Mehr können wir auch nicht machen. Und ich würde sagen, wir starten rein. So, Designphase ist abgeschlossen. Ja, wir wissen noch nicht viel über visuelle Aspekte. Wir wissen aber, Charaktere sind zum Beispiel vielleicht wichtiger, auch wenn unser Spiel das eigentlich gar nicht richtig hat. Gameplay, weiß nicht. Gehen wir eher nach unten. 38 und dann machen wir das auf 40. Ja, jetzt könnten wir sagen, hier monochrome Grafik wollen wir vielleicht gar nicht. Aber die können wir gar nicht abwählen, nicht? Die ist mandatory mit dem Sternchen. Ja. Das heißt, die Playlisten können wir gar nicht machen, solange nicht eine bessere Konsole rauskommt. Wir machen nur noch minus 2000, das heißt, ein bisschen was kommt sogar gerade rein an Geld. Der Spielbericht noch. Industrie, Strategie, gute Kombination, künstliche Intelligenz ist sehr wichtig bei Strategie-Games. Ja. Okay, ich gehe auf Warp, Geschwindigkeit 1. Und das Spiel verkauft sich ein bisschen besser. 588 Dollar eingenommen. Hier nur 48, das heißt, das geht. Und hallo, diese E-Mail bestätigt, dass Sie eine Spende von 100.000 Dollar für die Spielengine Saturn 5 Engine erhalten haben. Das ist, weil wir die Open Source gemacht haben, gibt es eine Open Source Foundation, die uns dafür Geld gibt, dass wir die Engine am Leben erhalten. Das ist für einen Anfang, für ein kleines Studio wie unseres, super wichtig. So, Sound kann ich auch nicht abwählen. Aber wir wissen zum Beispiel, Physik ist relativ wichtig. Künstliche Intelligenz ist wichtig, aber Sound ist zu vernachlässigen. Und dann würde ich damit ins Rennen mal gehen, mit diesen Einstellungen. Und wir wissen, der Hype kann schon viel früher dann erzeugt werden. Und es gibt eine kommende Plattform, die Grantendo von Gray TV. Die hat eine Prozessorleistung von 4. So, aber um für die etwas herstellen zu können, muss man was zahlen? Richtig, Lizenzgebühren. Und Lizenzgebühren kosten was? Richtig, Geld. Aber wir sehen, wir haben 330.000. Wir machen auch nur noch minus 300-400. Weil das Spiel Worker Giant hat echt 792 Dollar eingespielt. Immer noch minus 6.000, nicht? Also die Spiele am Anfang bringen selten Geld ein. Man kann aber auch einen Volltreffer landen und ein Spiel bringt leicht 20.000, 30.000 ein. Also das ist auch ein bisschen, wie man die Parameter wählt und ein bisschen Glück dabei. Ja, oder auch Können. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Hype. Hoffentlich nicht zu früh. Und eine neue Technologie, einfache Dialoge sind jetzt möglich. Also sowas wie Schmonkey Island können wir da machen. Animation war relativ wichtig. Bei Grafik weiß ich schon gar nicht mehr. Optimierung war zu vernachlässigen, nicht? Versuchen wir es mal so. Ranglisten können wir halt nicht nehmen, weil die Konsole das halt nicht kann. Randa.
So, der Hype steigt. Hoffentlich ist das Spiel vorher fertig, aber sieht gut aus. Ja, die Verkäufe flachen hier ab. Aber hey, immerhin fast 1000 eingenommen. So, Spiel ist ready. Und wir können hier zum Beispiel sagen, wir wollen mal die Engine aktualisieren, aber es gibt, glaube ich, noch nichts zum Aktualisieren. Doch, die einfachen Dialoge. Genau. Wählen wir aus und klicken wir auf, machen wir hier Version 1.1. Oder machen wir es ganz lustig, nehmen wir die 5.1. Dafür kriegen wir nämlich auch wieder 100.000 eventuell, dass wir das machen. Oder wir warten ab und die Open Source Community übernimmt das. Und wir sind aufgestiegen in Design, Technologie und Perfektion. 32% mehr Löhne dadurch. Oh oh. Nur weil man besser wird, kriegt man mehr Lohn? Das hat mir ja noch nie jemand gesagt. Wo war die Gehaltsverhandlung mit mir selber? So, Hype ist auf 14. Da können wir also viel früher reinstarten. Und wir können mal gucken. Die Messe, warte mal. Wir haben März 77. Ja, eigene Konsole herstellen, zu teuer. Ich wollte mich gucken, irgendwo konnte man einsehen, welche Plattform es gibt. Ich glaube, das ging hier. Und da musste man hier rauf gehen, genau. Great TV kommt am Juni 77 raus. Und irgendwo konnte man doch Verhandlungen machen. Ich weiß aber nicht mehr, wo das ging. Personal, Schulung, Engines, eigene Messen, Launcher. Das war die Stadt. Das ist auch die Stadt, da kann man bauen. Das sind die Konkurrenzen. Wir können natürlich jetzt auch Kraken Aktien kaufen. Frisky Vegetarian. 81%. Wollen wir es mal probieren? Das ist nämlich ein Minigame. Oh ja, stimmt. Um das Spiel zu knacken, musst du den Binärcode der Schaltfläche zusammensetzen. Ah, ich erinnere mich. Ja, ja, ja. So. 01. Das einzige beginnt so, dann brauchen wir 1-1, dann brauchen wir 1-1, dann brauchen wir 1-1 und dann brauchen wir 1-1-0. So, und jetzt brauchen wir 0-1. Ist falsch. Wir müssen mit 0-1-0 anfangen. 1-1-0, 1-1, 1-1-0-0. Und damit haben wir Frisky Vegetarian gehackt. Einkommen wird durch 3 geteilt und steht den Konkurrenzen. Nicht mehr ein Konkurrent zu meinem Videospielen. Zack. Das macht dann Sinn, wenn die hier oben in der Rangliste sind und man auf Platz 1 kommen möchte, das Spiel darüber zu hacken. Je beliebter das Spiel ist, desto schwieriger wären natürlich diese Rätsel. Und man kann dann natürlich dann auch reinfallen, nicht wahr? Also man sollte sich da nicht zu sicher sein. Aber wo ich jetzt die Verhandlung mit denen machen kann, das weiß ich nicht mehr. Vielleicht geht es auch gerade noch nicht. Das kann natürlich auch sein, dass es sich erst freischaltet. Das Passwort passierte Speichern ist gekommen, würde aber Prozessorbedarf von 1 haben. Ja, die Konsole, die das kann, aktuell gibt es noch nicht. Aber wir haben eh nichts zu tun. Ich würde sagen, wir hauen einfach direkt das nächste Spiel raus, oder? Städtisch ist noch sehr beliebt. Programmieren ist sehr beliebt. Spion ist sehr beliebt. Dann nennen wir das Gond Returns. Also, obwohl, Returns? Nee, wir nennen es nur Gond. Und das nächste Gond Returns mit unserer Engine hergestellt. So, jetzt können wir mal gucken. Plattform, wir können nur die Ulysse weiternehmen.
Also hilft uns nicht mehr und sonst können wir halt auch noch nicht viel einstellen. Also hier kommen später auch ganz viele Optionen dazu. Das sieht jetzt sehr übersichtlich aus, aber da kommen Sachen wie Online-Modi, Werbemodi. Du kannst später sogar in die Games Werbung schalten über verschiedenste Einstellungen etc. Pipapo. Also es ist halt am Anfang einfach und dann steigt der Schwierigkeitsgrad doch an. Und je stärker man am Anfang natürlich sagt, man möchte leicht, mittel, schwer haben, desto schwerer wird's auch. So, Charaktere wieder wichtig. Visuelle Aspekte nicht. Gameplay lassen wir mal so. Und wir würden mal noch die einfachen Dialoge hinzunehmen. Dann können wir nämlich die Engine voll ausnutzen. Also, ich habe heute echt einen Sprachfehler. Ausnutzen. So, hier ist der Hype auf 19%. Ich beschleunige mal. 21. Mal gucken, wie hoch es da geht. Kommende Plattform, die Watagi 2600. Für alle, die das übrigens nicht im Stream spielen, ihr könnt euch im Workshop dazu übrigens die Echtnamen runterladen. Gibt da so Mods, aber ist halt immer ein Lizenzthema. Deswegen spiele ich mit den Fake-Namen. Ich finde das auch irgendwie lustiger, als mit den Echtnamen zu spielen. Weil ich kenne viele Konsolen eh nicht davon, nicht? Und die, die man erkennt, wie Nintendo oder sowas, das erkennt man dann auch. 27. Achso, er ist auf Pause. Das kriege ich manchmal nicht mit. Das müsste so rot blinken oder so. Diesmal, wenn es auf 30 ist, machen wir auf Veröffentlichen, oder? Oh, aber vorher kommt die Technologiephase. Sound, wissen wir, ist nicht viel wert. So, machen wir es mal so. Ja, das können wir nicht nehmen. Wir haben schon 3 von 3. Aber Dialoge waren, glaube ich, wichtiger. So, jetzt komm, geh auf 30. 29. Und neues Feature wurde eingebaut. Die Saturn Engine 5.1 hat schon eine schnell wachsende Community. Diese hat eine Funktion implementiert, das passwortbasierte Speichern. Es ist kostenlos für mich. Das heißt, ich kann das jetzt nutzen, ohne was gemacht haben zu müssen. Das ist perfekt. Weil das, ich bräuchte sonst ja Leute, die das einprogrammieren, während ich Spiele mache. So kann ich Spiele machen, krieg die Features, weil ich die Engine gemacht habe, die ich gratis zur Verfügung stelle. Pfeifert, nicht wahr? So, 30. Warten wir nochmal ab. Geht's auf 31? Nee, komm, veröffentlichen. Wir gucken auf die Punkte. Wie viel haben wir geschafft? Oh, wieder nur 50. Ah, aber das haben wir für 10 Dollar raus. Spielbericht können wir jetzt gerade nicht machen. Und dann bin ich mal gespannt, wie Tim City ankommt. Schlicht und effektiv. Reichhaltiger Inhalt geführt von einer mittelmäßigen Leistung. Hervorragende Optik, perfekte Spielmechaniken. Wow, 65, 68 im Schnitt, würde ich sagen. Alles gut getroffen. Dann bin ich ja mal gespannt, was das einspielen wird. Also so ein Taui sollte schon drin sein. Und die Greatendo wurde veröffentlicht. Jetzt können wir mal gucken. Okay, also die hat keine Lizenzkosten. Deswegen können wir einfach... beziehungsweise müssen wir 1500 Lizenzkosten automatisch zahlen. So war das. Bei den späteren Konsolen muss man nämlich Verhandlungen führen. Aber ich glaube, da hast du denn hier einen Verhandlungsbutton nämlich drunter. So ist das. Als nächstes kommt die Watagi. Und welche... Wartet mal. Welchen Monat haben wir denn? Juni. Gut, Tim City ist da schon gar nicht mehr Sache. Und ich würde sagen, wir lassen mal den Hype hier schon starten von dem nächsten Game. Immerhin 14 verkaufte Einheiten und Worker Giant 189 verkaufte Einheiten. Okay. Optimierung war wirklich nicht so wichtig.
Ja, Ranglisten können wir nicht machen. Und jetzt bin ich gespannt, was hier bei rauskommt. Oh, wenn der Monat umschwenkt, kriegen wir die ersten Ergebnisse. Wir haben 388 verkaufte Einheiten von Tim City. Damit ist das Spiel unser erfolgreichste Spiel bisher. Erfolgreichst. Also reden heute ist nicht mein Ding. Und als nächstes kommt die Tyson Gunpowder. Mhm. Okay, Spiel ist fertig. Jetzt müssen wir was machen? Richtig, Spielhistorie und zwar einen Spielbericht erstellen. Immer wichtig, aber richtig. Spielbericht sagt, Charakter ist zu vernachlässigen, stete Strategie, gute Kombination, visuelle Aspekte relativ wichtig bei Strategie-Games. Okay. Haben wir noch eine Sache, die wir irgendwie hier noch nicht haben? Also Spielberichte, die fehlen, sind meistens dann lila. Und hier sehen wir, hier hatten wir noch rote. Hier haben wir nichts Rotes. Und hier war sogar alles blau. Oh, außer Optimierung und Grafik. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Okay, wir können unsere Spielengine übrigens auch einfach so aktualisieren manchmal. Nee. Und zwar, wenn die hier veraltet. Also, wenn man die Jahre einfach liegen lässt, dann kann man sie auch nicht mehr verwenden. Da muss man immer ein bisschen nachziehen. Okay. Tim City ist draußen. Wir haben Spielberichte. Unser nächstes Spiel wartet schon. Die Engine ist durchoptimiert. Wir könnten ein Spiel für eine andere Engine machen. Wirklich für den Grey TV mal. Mit einer 4er Prozessorleistung. Und da können wir ein Strategie-Game machen. Oh, Superhelden wäre bei Gond richtig gut gewesen. Dann nennen wir das Wecken anstatt Tekken. Ein Superhelden Spiel mit unserer Engine für den Grey TV. Und ich würde sagen, let's go. Am Anfang muss man halt noch relativ viel selber machen. So, Charaktere waren zu vernachlässigt, nicht? Gameplay wichtig. Okay. Einfache Dialoge könnte ich anmachen, aber ich will ein passwortbasiertes Speichersystem hier drin haben. Deswegen lassen wir das mal. Jetzt wieder auf den Hype aufpassen. Dann können wir theoretisch noch früher starten, nicht wahr? Tim City, 500 verkaufte Einheiten. Das ist schon nicht schlecht. Ist aber noch nicht im Plus. Hat uns immer noch minus 3700 gekostet. Wir können langsam über zweite Mitarbeiter nachdenken. Das Problem ist nur, die kosten natürlich 3000 pro Monat oder so einer. Wir kriegen in diese Bude kriegen wir 3 und wenn wir ganz gut sind, 4 Leute rein. Da muss man aber echt zirkeln beim Umstellen der Objekte. Oder was verkaufen. Aber manche haben ja auch einen Vorteil, wie das Bücherregal. Warum schläft der? Ah ne, er programmiert. Ich höre nur nicht, dass er programmiert. Sonst höre ich doch immer seinen Tasten klippern. 19%? Okay, wir beschleunigen mal. Nochmal 57 verkauft. Minus 3300. Minus 3300. So, Physik war zu vernachlässigen. Sound eigentlich auch. Künstliche Intelligenz war recht wichtig. Passwortbasiertes Speichern. Oh, der hätte 4 gehabt. Oh, das habe ich übersehen.
Hätte ich das andere ja auch nehmen können. Naja, ich dachte, passwortbasiertes Speichern war 2 Punkte teuer. Und das ist halt das Problem, wenn man das nicht genau weiß, dann passieren solche Dinge. Und ich würde sagen, wir kündigen das an und machen mal eine Demo dazu. 50.000 ist echt teuer. Wir kriegen 100.000 für unsere Engine von Binopal. Siehste. Das ist sehr gut. So, Hype ist auf 30. Komm, da muss ein bisschen mehr gehen. Oh, ne. Geht runter. Wie viel haben wir geschafft? Ah, bitte winkt in. Oh, 53. Ein bisschen besser. Dann würde ich sogar 12 Dollar dafür nehmen, oder? Na, 10 ist schon gut. Komm, 10 ist noch gut. Klar, es ist nicht das Spiel des Jahres, aber uneinheitliches Bild, nur 53. Geschmackloser als Papier. Der Mindestservice. Okay. Die Optimierung war nicht gut. Eieieiei. Okay, die Optimierung war nicht gut, das heißt, die war zu wenig. Das können wir hier gleich einfließen lassen. Dafür ist die Grafik anscheinend nicht so wichtig. So. Ach, die Ranglisten waren 2 Punkte. Ah, die wollte ich eigentlich ja drin haben. Oh no. Oh, nicht das passwortbasierte Speichern. Ah, ich wollte die Ranglisten drin haben. Shit. Ah, dann benenne ich das Spiel nochmal um oder so. Obwohl, dann mache ich einen zweiten Teil irgendwann. Ist ja auch okay. Oder für eine andere Plattform. So, ich bin mal gespannt, was Gond erreichen wird. 30 verkaufte Einheiten nur. Eieiei. 615 hier, 206 da, 19 da unten. Ja, da eine pro Monat. Und 30 ist jetzt auch nicht wirklich der Kracher. Wo man übrigens auch aufpassen muss, und zwar ist der Marktanteil. Grey TV hat 23% Marktanteil. Watagi 70. Die Ulysse nur noch 6%. So, das heißt, wir sollten für den Watagi was herstellen. Oh, ein Park. Fußball. Machen wir Fußball, nicht? Machen wir. This is Football. Tiffy. International. Tiffy 1. Kannst du mich mal im Tiffy tuten? Okay, für den Watagi. Wir müssen 15.000 Lizenzkosten zahlen. Das ist aber okay. Strategie und Fußball mit unserer Engine. Und starten. Einfache Dialoge würde ich sogar drin lassen. Oh, die hat ja sogar viel. Die hat sogar Grafikleistung. Okay. Hier warten wir wieder auf die 30 und da oben sind Sachen reingekommen. Technologie ist bereit, der Spielengine hinzugeführt zu werden. 3D-Grafik, monochrom. Oh, was haben wir hier? Die Plattform, die Watagi veröffentlicht. Ja, wissen wir. Und 2D-Grafiken 8 Bits. Oh, neue Technologie. Ja, da müssen wir in der Engine ordentlich was hinzufügen, glaube ich, danach. Gond, 39 verkaufte Einheiten. Also an Tim City kommt das bei Weitem nicht ran. Ich bin gespannt. Wecken wird auch ein Reinfall. Träume werden wahr. Eine neue Konsole wurde veröffentlicht. Du kannst bereits veröffentlichte Spiele nun auf andere Plattformen portieren. Das heißt, gute Spiele könnten wir jetzt auch portieren. Und das werden wir danach auch machen, würde ich sagen. Nee, Tiffy ist noch in der ersten Phase, nicht? Ja. Wenn ich das mache, dann kann ich nicht die Ranglisten machen. Ich würde hier auf Ranglisten gehen, nicht? Diesmal. So, Physik. Mal Physik ein bisschen besser. Sound kann gar nicht weniger werden. Okay. Vielleicht KI noch wichtiger hierbei. 50 wäre zu viel. Machen wir es so.
Und dann fangen wir direkt mit dem Hype an. So, der hier ist bei 28. 29. Es könnte natürlich sein, dass es eine andere Plattform ist und der Hype dadurch höher wird. Ich warte einmal ab. Ah, sinkt auch. Okay, veröffentlichen. Nur 20, 39, 56. Okay, das ist mir aber 11 Dollar wert. Superheldenstrategie. Wer will das nicht spielen? Und wir sind müde. Wir müssen in den Urlaub. Und es gibt neue kommende Komponenten, einen Trigger und eine Microvision. Tja, ich würde sagen, mit was es da auf sich hat, sehen wir dann in der nächsten Folge.